Moin, heute zeigen wir euch ein Rezept, was sich Bananarama in den Kommentaren gewünscht hat. Einen Kaiserschmarrn. Und weil es besonders gut passt, dachten wir machen noch einen Apfelmus dazu. Los geht's. Wir fangen zunächst mit dem Apfelmus an. Dafür schälen wir erst einmal die Äpfel. Die Sorten Elster und Boskop eignen sich besonders gut für Apfelmus. Mit dem Sparschäler könnt ihr auch gleich die Schale von der Bio-Zitrone abschälen. Die Äpfel vierteln, das Kerngehäuse entfernen und so klein schneiden, wie ihr möchtet. Je größer die Stücke, desto länger muss der Apfel gekocht werden. Jetzt lassen wir den Zucker mit dem Wasser oder Apfelsaft in einem Topf aufkochen. Geben dann die Zitronenschale und die Zimtstange, unsere wild geschnittenen Äpfel und den Zitronensaft hinzu. Die genauen Mengenangaben findet ihr wie immer in der Videobeschreibung unter diesem Video. Und dann lassen wir das Ganze auf mittlerer Hitze einkochen. Wenn ihr merkt, dass die Flüssigkeit komplett verdampft ist, dann könnt ihr wieder etwas Wasser oder Apfelsaft mit hinzugeben. Und wenn der Apfel dann weich ist, holen wir dann die Zitronenschale und die Zimtstange raus, stellen den Topf zur Seite und pürieren die Äpfel. Man kann die Äpfel natürlich auch stampfen oder so lassen, das bleibt jedem selbst überlassen, je nach Vorliebe. Und wenn ihr gleich auf Vorrat produzieren wollt, dann könnt ihr das Apfelmus natürlich auch einmachen. Und fertig ist schon mal unser selbstgemachtes Apfelmus. Kommen wir nun zum Kaiserschmarrn. Dafür trennen wir die Eier und schlagen erst einmal das Eiweiß auf. Achtet dabei darauf, dass ihr die Eier sauber trennt und dass euer Schneebesen und die Schüssel fettfrei sind. Ansonsten lässt sich das Eiklar nicht ordentlich steif schlagen. Ihr könnt dafür natürlich auch eure Küchenmaschine benutzen. Chris allerdings wollte hier mal wieder angeben und hat das Ganze mit der Hand aufgeschlagen. Nachdem das Eiklar steif geschlagen wurde, geht es erstmal weiter mit dem Mehl. Dazu geben wir noch Zucker und rühren die Milch unter, bis das Ganze ein glatter Teig wird. Danach geben wir die Eigelbe hinzu und verrühren das Ganze nochmal kräftig, bevor wir nun unseren Eischnee unter die Masse heben. So, der Teig ist fertig und bereit zum Ausbacken. Heizt am besten jetzt schon mal den Backofen auf 180 Grad vor. Zum Ausbacken nehmen wir mal wieder unser gutes Butterschmalz. Darin braten wir jetzt erstmal bei mittlerer Hitze ein paar Rosinen und Mandelblättchen an. Beides ist optional, je nach Geschmack. Nachdem die Rosinen und Mandeln schon etwas Farbe bekommen haben, geben wir nun den Teig hinzu und geben dem Ganzen wieder etwas mehr Hitze. Wenn die Unterseite goldbraun gebacken ist, dann kommt unser Schatzi in den Ofen. Für ca. 15 bis 20 Minuten bei 180 Grad. Gerade in den ersten Minuten kann man buchstäblich dabei zusehen, wie unser Schatzi langsam aufgeht. Da jeder Ofen unterschiedlich heizt, müsst ihr den Kaiser einfach kontrollieren, indem ihr ihn berührt. Fühlt er sich noch sehr teigig in der Mitte an, dann lasst ihn noch etwas im Ofen. Und wenn er dann in der Mitte durch ist und sich oben eine goldbraune Kruste gebildet hat, dann könnt ihr ihn rausholen und wieder auf den Herd stellen. Dreht den Kaiser um, bestreut die Seite mit Vanillezucker und dreht ihn wieder um, damit er schön karamellisiert. Nachdem der Kaiser schon am Karamellisieren ist, drehen wir das Ganze auf die kleine Hitze und fangen an, den Kaiserschmarrn zu zerrupfen. Hier ist wirklich Vorsicht geboten, denn nun kann er extrem schnell verbrennen. Und zu guter Letzt aromatisieren wir ihn noch mit etwas Rum, aber das ist natürlich auch optional. Und nun wird er am besten direkt aus der Pfanne gegessen. Kurz vor dem Servieren noch mit Puderzucker bestäuben, natürlich das Apfelmus nicht vergessen und dann könnt ihr euch euren Kaiser schmecken lassen. Wir hoffen, euch hat unser Video gefallen. Wenn ihr, wie Bananarama, auch einen Wunsch habt, dann schreibt uns den gern in die Kommentare.
Und falls ihr uns noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das gerne kostenlos machen. Bis zum nächsten Video. Chris und Marie.